Ben? Ben? Hörst du mich? Wo bin ich? Keine Angst, Ben. Du liegst im Krankenhaus. Was ist passiert? Du hattest einen Unfall beim Rennen. Du warst 2 Tage lang bewusstlos. Warst du etwa schon die ganze Zeit da? Ja, aber ich warte nicht alleine. Wieso? Waren Tobi und Lara auch da? Nein, aber Jesus war bei dir. Die ganze Zeit. Hallo, Dr. Voss mein Name. Hallo. Schön, dass Sie zu sich gekommen sind. Wie geht's Ihnen denn? Ach, ich bin noch ziemlich müde. Ist auch kein Wunder. Sie sind gerade erst zu sich gekommen. Ja, das stimmt. Ja, ein Wunder, dass Sie noch unter uns sind. Sie haben sich ihre beiden linken Rippen gebrochen und die drücken jetzt auf ihr Herz durch. Wenn sie ein paar Kilometer schneller gewesen wären, wären sie nicht mehr bei uns. Und ein paar kleinere Sachen haben sie auch noch geholt. Ihr linkes Bein gebrochen, ein Schleudertrauma und eine Lungenquetschung. Aber sie bleiben jetzt noch ein paar Tage bei uns und wenn alles gut verläuft, dürfen sie uns schon bald wieder verlassen. Ich werde ein paar Stunden noch mal zu Ihnen kommen und wünsche Ihnen bis dahin gute Besserung. Danke. Habe ich noch mal Glück gehabt? Also, ich würde nicht sagen, dass das Glück war, weil während dem ganzen Rennen saß ich daheim und habe für dich gebetet. Und ich glaube, Gott hat meine Gebete erhört. Ich wollte ja ein Wunder. Das war nicht das einzigste Wunder. Ich habe mit der Polizei geredet. Sie hat gemeint, dass dein Auto angefangen hat zu brennen, aber die Lachgasflasche hat kein Feuer gefangen, aus welchem Grund auch immer. Wäre es nur mit einem Funken in Berührung gekommen, wäre das ganze Auto in die Luft geflogen. Lass mich einfach mit deinem Gott in Ruhe. Warum hat er bei ihm kein Wunder getan? Mir hat dein Gott noch nie geholfen. Ja, wolltest du schon mal was von Gott wissen?
geht es dir? Dass du mich noch sehen willst. Denkst du, ich kann daheim sitzen, wenn mein Freund im Krankenhaus liegt? Es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Verzeihst du mir? Ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch, aber mach nie wieder solche Sachen. Versprochen. Ich habe gedacht, ich habe alles selber in der Hand. Aber ich habe gesehen, dass ich gar nichts selber in der Hand habe. Ich hätte von der einen Sekunde auf die andere sterben können, ohne mir Gedanken zu machen, was danach ist. Da hast du wohl einen Schutzengel. Echt super, dass du wieder draußen bist. Ja, finde ich auch. Steig, am Sonntag schon was vor? Nee, sonntags habe ich keine Zeit mehr. Warum nicht? Ich muss in die Kirche. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Auf ein Blatt Papier. This time I won. I wanna go your way, you wanna hold my hand. I wanna pray all day and now I understand. This is the time to stand up again. Creating this round without any shame. Every attempt that you make to bring you down with faith from the beginning and life comes around. Life comes around.